Aufnahme läuft. Läuft, Digga. Yeah. Xing. Bett Xing. Xing. Sei mit dir. Heute bist du da mit einleiten, gell? Mhm. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Progressive Muscle Talk. Du hast heute das Moin derer weggelassen. Mhm. Ich bin noch immer unentschlossen, ob es weg muss oder ob es bleiben soll. Okay. Lass uns heute mal weg. Dementsprechend herzlich willkommen zu einer Episode vom Progressive Muscle Talk. Mein Name ist Manuel. An meiner Seite habe ich den Christian, wie man auch oft nennt, Chris. Kurs oder Küss, wie auch immer man will. Und ja, es folgt halt wieder mal eine Q&A-Episode, weil die einfach ja, die OGs sind. Ja, ja. Die OG-Episoden. Und es aber stehen da raus viele Fragen im Raum, die gehören nun mal beantwortet. Die gehören beantwortet. Ja. Was machen die Menschen ohne den beantworteten Fragen? Dementsprechend, Chris, wie geht's dir heute? Und was ist in den letzten 7 Tagen bei dir passiert? In den letzten 7 Tagen? 14 Tagen. 14 Tage. 14 Tagen, Alter. Wir werden diese Episode jetzt wieder regelmäßig im 14-Tage-Takt machen, damit wir euch da draußen ein bisschen Input über unsere Fortschritte, über unser Leben und das, was so passiert, geben können. Das ist uns einfach wichtig. Ihr liegt uns am Herzen. Ja? Dementsprechend, mir geht's gut. Danke der Nachfrage, lieber Manu. Bin jetzt wieder voll im Game, voll im Saft, voll im Juice. Alles mega, alles fresh, alles ready. Training läuft derzeit mega gut. Ja. Ich bin super happy. Also so gut ist es selten gelaufen. Also ich trage immer so ein, wie die Einheiten gelaufen sind auf einer Skala von 0 bis 10. Okay. So 9 von 10 oder 8 von 10. Ja, die letzten Einheiten waren 15, 14, 13 und 14 von 10. Weil sie so gut gelaufen sind. Ja, ich bin mega happy. Also Progress ist definitiv da. Gewichte fühlen sich zu leicht an, dass ich schon darauf Acht geben muss, dass ich nicht zu schnell steigere. Muss quasi erhöhen. Ja. Yeah. Die Gewichte. Die Gewichte. Also up the dose im Hinblick auf die Gewichte, damit ich eben nicht zu schnell steigere wegen den passiven Strukturen etc. Mhm. Ja, weil der Körper muss sich anpassen. Ja. Das ist immer ein Stressfaktor. Und das neue Milieu. Das neue Milieu. Das jetzt herrscht. Ja. Den Körper immer den nächst höheren Stressor aussetzen und nicht einen Stressor überspringen, ja? Sondern immer die kleinsten Inkremente, those tiny steps, they add up and they will lead to success and progress in the future, I promise, yeah. Genau, also so läuft es im Endeffekt jetzt bei mir gerade, kann mich nicht beschweren, ich bekomme eine Calorie Upping Solution nächste Woche. Also du erhöhst die Kalorien. Ich erhöhe die Kalorien. Ja, AJ hat gesagt, ich darf jetzt mehr Kalorien essen, aber erst nächste Woche, weil mein Weight nach dem Sushi so eskaliert ist. Schon. Also mega. Also komplett. Achso, nach dem Valentinstag. Ja, 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 nicht nach Valentinstag, nach Marcelli sein Geburtstag. Achso, ja, so schlimm. Schon schlimm. Also ich habe mal nachgerechnet, wie viel ich ungefähr gegessen habe. Das war so zwischen 7.000 und 8.000 Kalorien. Wirklich? Ja, und also allein von Sushi und dann habe ich noch 3 Eis gegessen oder so und dies, das. Wie hast du zugenommen? Auf alle Fälle, ja, so normale Weigh-ins waren Wochendurchschnitt letzte Woche war 93,8. Ja. Am Samstag habe ich noch eingewogen mit 94,1, glaube ich. Und am Sonntag waren es 94,2. Und am Montag, also am Tag nach dem Sushi essen, habe ich am Abend fast nichts mehr gegessen gehabt, waren es 98,1. Scheiße. Ja. Blutdruck war aber normal. Blutdruck war so niedrig wie noch nie, komischerweise. War ganz komisch. Okay. Und Water Retention war halt real. Also ich habe mich nicht anschauen können im Spiegel. Also. Ist übrigens heute eine Frage dazu mit dabei, ja, von der Larissa, wenn wir aber später noch drauf zu sprechen kommen. Erstmal an dich, Manu. Wie geht's dir? Was trainierst du heute? Weil du hattest gestern Rest Day und wie läuft das Training bei dir so? Und generell der gesamte Approach. Du hast mir gerade vorhin erzählt, dass du nicht mal einen Kebab fertig essen konntest. Dementsprechend läuft so ein bisschen in Hinblick auf die Gaining Phase. Aber erzähl. Training läuft super und weiterhin. Alles easy. Ernährung wird tricky, weil der Hunger wirklich wenig am Start ist. Aber ich schaffe es trotzdem eigentlich immer, dass ich noch genügend reinbekomme, all in all. Makroverteilung nicht immer on fleek, aber es ist deutlich besser, als sie schon war. Ja. Das heißt, Protein ist eigentlich meistens safe. Das heißt, so meine 270 Gramm in etwa, was eh mehr als genügend ist. Ja, aber wie gesagt, Appetit ist ein Problem aktuell und vor allem Problem an Beintrainingstagen. Really? Ja, weil das Problem ist, ich will vor dem Training nicht allzu viel essen. Und sobald ich Beine durch habe, will ich eigentlich mein ganzes Leben lang nichts mehr essen. Nach dem Beintraining ist mein Appetit immer so richtig so auf Null, auf Minus. Das ist crazy. Also, da geht es mir einfach
körperlich so schlecht, mein Stress ist so hoch, dass ich auch gar nichts essen kann. Ja. Wie lange hält das an? Na, ich könnte wahrscheinlich wirklich den ganzen Tag nichts mehr essen, glaube ich. Heute. Im Ernst jetzt? Ich glaube schon, ja. Easy. Alter, das ist komplett jung. Das heißt, da muss ich mich dann zwingen, dass ich am Nachmittag oder am Abend dann nochmal meine Portion noch reinbekomme. Aber sonst läuft super. Alles gut. Gewicht steigt. Ja. Was wiegst du jetzt? Heute waren es 93, genau. 93,0. Okay. Solides Weighing für die Kniebeugen heute, perfekt. Ja, passt alles. Was schreibst du heute an, Kniebeugen? 170. 170? Ja, heute 170 auf 5er. Müssen auf jeden Fall fallen. Die müssen fallen, Alter. Hast du übrigens grünes Monster jetzt von Hansi bekommen. Ja. Wer übrigens die letzte Podcast-Episode mit dem Hansi verpasst hat, checkt sie ab. Ja. Ist ganz gut angekommen, freut uns natürlich sehr. Und ja, vielleicht sehen wir jetzt immer mehr Leute laufen gehen. Wie schaut es mit dem Approach aus zum Thema Laufen? Manu, du hast den Valentin nach unserer Podcast-Episode gefragt, ob du laufen gehen kannst oder ob du generell Kraft machen kannst. Wie schaut es jetzt damit aus? Ja. Ja. Also ich wollte es tatsächlich machen. Das Problem war nur, dass ich zeitlich jetzt die letzten Tage wenig Zeit habe und eh schon eine vorverschieben haben müssen. Das heißt, ich war in der Session jetzt noch nicht vollkommen regeneriert und bin jetzt noch immer komplett am Arsch gefühlt. Also es geht heute für die Session, aber wenn ich zum Beispiel auch noch Cardio machen würde, glaube ich, wäre es aktuell einfach crazy, jetzt diese Woche. Ich werde vielleicht schauen, dass ich es ab nächste Woche dann einbaue. Aber willst du mit Laufen anfangen? Das heißt, ich habe viel mehr als der Homeostasis als alles andere. Auf jeden Fall nicht Radfahren. Ja. Ganz easy. Das Problem ist auch, dass ich halt fürs Radfahren dann ins Gym fahren muss extra. Und ich hätte es ja an den Rest Days. Und den Rest Days ist es aktuell so, dass ich eigentlich nicht ins Gym fahren kann. Dementsprechend muss ich schauen, wie das wird. Zeitlich. Aber vielleicht werde ich es machen. Ja. Ja, so viel zum Thema Cardio Love. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja, aber dann laufen wir gleich mal rein in die ersten Fragen, würde ich sagen. Let's get into some questions. Yeah. Let's get it on. Espresso Ghetto. OG Follower. Grüße gehen raus. Bester Mann. Manu, programmst du, wenn es zeitlich kein Problem ist, 6-mal die Woche oder 5-mal? Also gehen wir vom klassischen Beispiel Legs Push Pull, beziehungsweise dann Legs Push Pull Upper Lower aus, beziehungsweise Legs Push Pull Off sogar. Also wäre auch, so wie ich jetzt im Moment wieder trainiere, Legs Push Pull Off, Legs Push Pull Off, Legs Push Pull Off. Machst du deinen Rest jetzt nicht mehr? Sollte ich machen. Achso, okay. Ja, aber ich dachte, dass du sagst, du nie machst. Ja, aber die Woche geht es sich einfach nicht anders aus und dementsprechend war es auch die letzten Wochen, es ist nicht anders ausgegangen und ich merke halt schon, wie sehr ich diesen Rest Day brauchen würde. Ja, zumindest in der ersten Rotation, wo ich Legs Beuge habe, dann Push Intermensch und dann am Pull Day Deadlifts. Ja. Also so, die drei Tage in a row, ich bin heute total fried. Also ich bin total am Arsch. Und mit diesem Approach, den ich jetzt wieder mache oder in der Vergangenheit gemacht habe, Legs Push Pull Off, komme ich da auch auf 5 Trainingstage. Hast du keine fixen Trainingstage, außer mehr oder weniger 5. Ja. Hast du bei Kunden oder in deiner Vergangenheit 6 Trainingstage gehabt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und wie würdest du das Ganze einhaben? Also ich muss sagen, ich habe eigentlich keinen Kunden, außer einem, der 6-mal pro Woche trainieren gehen wollte. Bei meistens eigentlich 4 bis 5, dass sie gehen können, auch um das umsetzbar zu machen. Einen habe ich tatsächlich, der 6-mal gehen konnte, wo ich jetzt auch dann umgestellt habe auf Push-Pull-Legs, aber halt Push-Pull-Legs auf und so weiter. Ja. Was dann auch, sind 6 Einheiten pro Woche dann immer eigentlich, oder? Ja. Das heißt, einen Kunden habe ich. Da ist es zeitlich auch anders möglich, da kann natürlich weniger gehen. Wenn du Legs oder Push-Pull-Legs off, Push-Pull-Legs off, Push-Pull-Legs off machst, hast eine Woche mit 6 Einheiten und die anderen alle 5. Ja. Ja. Genau, dann ist es so. Genau, ja. Also Legs, Push-Pull, halt so ist es. Genau, halt so ist es aufteilt, wie auch immer. Und bei dem mache ich es also aber auch so, dass ich wegen unteren Rücken auch einen Rest noch einlege vor Beinen, weil der Lauf mittlerweile sehr stark ist und das ist halt dann ein Problem, wenn du jetzt im Bend-Oro drin hast und ADLs und so. Das heißt, da lege ich dann auch lieber einen zusätzlichen Rest Day ein. Ja, so mache ich es. Also ich verstehe die Frage nicht, wenn es zeitlich anders möglich ist, 6-mal Programm zu 6-mal, weil eigentlich, also... Nein, wenn es zeitlich kein Problem ist. Also jemand der dir sagt, oder Manu, eigentlich, ich habe die Zeit, ich kann 6-mal die Woche trainieren gehen, soll ich oder soll ich lieber nur 5-mal gehen und die Zeit, die übrig bleibt, anders nutzen? Ja, nein, meistens nicht.
Also eigentlich nie. Ja, ich würde auch 5 Trainingstage, 6 Trainingstage vorziehen. Ja. Einfach im Hinblick auf die, also wenn du relativ stark bist, die Fatigue, die sich anhäuft. Und einfach, du musst ja immer denken, willst du einfach nur trainieren, um zu trainieren, oder willst du trainieren, um möglichst produktive Einheiten zu haben? Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du willst wirklich hart trainieren und wirklich den Progress deines Lebens machen und dann irgendwie 6 Tage in Folge trainieren. Ich meine, du hast zwar dann keinen Overlap, vielleicht wenn du es intelligent programmst, zwischen verschiedenen Muskelgruppen, aber du hast trotzdem nur einen Körper, ein zentrales Nervensystem. Ein Stressfass, in das jede einzelne dieser Trainingseinheiten hineinfließt, und dann wird dieses Fass irgendwann überlaufen und tschuh, irgendwas passiert. Ja. Nee, aber jetzt mal voll im Ernst, wenn du 6 Tage die Woche in Folge trainieren kannst und hart trainieren kannst und relativ stark bist, dann es geht nicht, also es ist impossible. Ja, das impossible. Ist sehr schwer möglich. Außer vielleicht mit einem Bro-Split, aber das wäre wieder eine andere Geschichte. Wenn du vielleicht stimmt, dazwischen so einen Delts- und Arms-Day hast oder irgendwas, oder nur einen Arms-Day, der ist jetzt nicht so CNS oder ZNS, CNS, wahrscheinlich CNS, also systemisch nicht so ermüdend, dann kannst du vielleicht auch 6 Tage die Woche trainieren gehen. Aber die Frage ist halt, macht das jetzt in deiner Position viel Sinn? In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Für die meisten Leute macht es Sinn, 5 Tage die Woche trainieren zu gehen. Oder eben, wie wir schon angesprochen haben, wenn du unbedingt eine Rotation von 6 Trainingstagen haben willst, dass du zwischen beiden Rotationen ein Resty machst oder so irgendwie. Wäre jetzt in dem Fall der sinnvollere Approach. Die Maren hat gefragt, Tipps bei Handgelenkschmerzen beim Drücken und Lowbar-Beugen. Also das ist schon eine scheiß Frage. Spaß, Joke. Alles gut, Tipps alles gut. Also wichtig ist natürlich immer, wir haben ein Fass, dass alle Stressoren hineinfließen. Das ist ein Stressorenfass. Und wenn das überläuft, dann managst du deine Stressoren nicht alle gut genug und es entstehen Schmerzen, wahrscheinlich irgendwo. Bei Marien jetzt zum Beispiel beim Handgelenk, beim Drücken oder beim Lowerbeugen. Das heißt, was man sich schon mal anschauen muss, wie schaut es mit der Frequenz aus beim Lowerbeugen und beim Drücken, würde ich gleich mal sagen. Ich würde generell mal das Setup überhaupt beim Lowerbeugen anschauen, weil, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man es so hinbekommen kann, dass du keine Handgelenkschmerzen mehr hast. Das heißt, einfach mal Griffweite variieren, schauen, wie du mit den Fingern greifst, Ellbogenposition etc., das alles checken, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du Lowerbeugen an sich auf jeden Fall schon mal schmerzfrei hinbekommen kannst, das Setup. Und beim Drücken ist, denke ich, schon mal das ähnlich. Das ist auch, wenn du die Stange mal richtig greifst und fest greifst und schaust, dass Handgelenk in einer guten Position ist, Range of Motion etc. passt, dass du auch schon mal schmerzfrei hinbekommen wirst wahrscheinlich. Also das Wichtigste, was du, glaube ich, schon mal ansprechen willst, ist, dass einfach der technische Rahmen gegeben ist, um die Übung an sich schon mal problemlos performen zu können langfristig. Mhm. Ja. Da ist es mega wichtig, weil wenn du sagst, du willst jetzt drücken schmerzfrei und du willst schmerzfrei Lowerbeugen irgendwie und deine Technik ist aber scheiße, sodass unnötig viel Druck oder unnötig viel Stress auf dem Handgelenk platziert wird, dann stellst du keinen vernünftigen Rahmen her, damit du das einfach langfristig machen kannst. Die andere Geschichte ist halt, wenn du jetzt gerade zum Beispiel von einer Halberbeuge auf eine Lowerbeuge umgestiegen bist und sagen wir von einer Beugefrequenz von 3 Tage auf 3 Tage Lowbar switcht, dann kann das natürlich auf einmal zu viel akkumulative Last sein, die du auf deinem Handgelenk platzierst, vor allem dann, wenn das Setup scheiße ist, ja, und du kein passendes Setup für dich findest, wo du eben diesen Schmerz unter Anführungszeichen vermeiden oder verringern kannst. Ja. Das heißt, eben was der Manu schon angesprochen hat, schau mal, dass du ein Setup findest, das für dich comfy ist. Ich hatte das auch, als ich damals von Halber zu Lowbar umgestiegen bin, schon ewig her, jetzt brauche ich ja wieder Halber. Aber sehe ich quer durch die Bank, dass hier Überlastungserscheinungen beim Umstieg in Ellbogen auch, in Handgelenken etc. entstehen. Schau einfach, wie du das Setup irgendwie abändern kannst, dass du vielleicht keine Schmerzen hast, und wenn du dann noch immer Schmerzen haben solltest, sowohl beim Drücken als auch beim Lowerbeugen, schau, dass du die Gesamtlast, den gesamten Workload in diesen beiden Übungen ein bisschen verringerst, den Stress vom Handgelenk ein bisschen wegnimmst und dann den Stress einfach wieder schrittweise abtaperst, um wieder mehr Belastbarkeit zu erlangen. Ja? Jetzt mal so als Grundregel. Ja. Natürlich muss sowas immer individuell betrachtet werden. Schmerzen sind ein komplexes Thema und es kann hier keine pauschale Antwort erfolgen. Das ist immer so. Aber grundsätzlich, wenn du sagst, du hast Schmerzen, nimm Stress weg, lass das Gewebe sich anpassen und dann füge wieder langsam Stress hinzu. Sowohl im Hinblick auf Frequenz, auf Volumen, auf absolute Intensität, also auf die absolute Last, als auch auf die relative Last. Ja,
kann man jetzt ganz kurz so zusammenfassen. Ja. Und schau auch, wie es mit dem Interference-Effekt dieser beiden Übungen ist. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast beim Lowerbeugen nur Schmerzen, wenn du es nach dem Drücken ausführst, oder du hast beim Drücken nur Schmerzen nach dem Lowerbeugen, schau mal, wie es ist, wenn du die beiden Übungen getrennt ausführst. Und all solche Geschichten sind halt Faktoren, auf die wir Wert legen könnten, was das alles betrifft. Ja. That's it. Stabil. Dreamin Valepur hat gefragt. Intermittent Fasting und Bulking. Solange Gesamtkalorien passen, kein Problem. Oder doch? Oder doch. Und oder doch. Oder doch. Glaube ich. Oder doch. Oder doch. Also das Problem schon mal, wenn du sagst Bulking und Intermittent Fasting, wenn ich zum Beispiel jetzt fasten würde und halt zum Beispiel sage, ich esse alle meine Kalorien am Abend, wäre ich am Abend auf 1000 Kalorien wahrscheinlich, weil ich dann immer können würde. Das ist der Punkt, wird im Aufbau sehr wahrscheinlich kommen, wo du einfach keinen Hunger mehr haben wirst und dementsprechend nicht einfach sagen kannst, du isst alle deine Kalorien in einem kleineren Zeitfenster. Punkt 1. Das heißt, es wird dich daran hindern, dass du die Kalorienbilanz einbekommst. Das stimmt. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Bei dir vielleicht nicht, aber bei allen anderen vielleicht schon. Punkt 1. Punkt 2. Wenn wir jetzt sagen, okay, Protein-Timing ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass du jetzt deine XY Protein-Feedings reinbekommst am Tag, 3 bis 5, sag ich mal. Aber es ist eine Sache, die erstens nicht viel Aufwand mit sich bringt und zweitens wahrscheinlich schon sinnvoll ist. Dementsprechend auch dafür nicht optimal das Ganze. Und das sind einfach so zwei Punkte, die schon mal für mich zwei ausschlaggebende Punkte sind, jetzt nicht zu fasten. Weil, wie gesagt, wenn du schon mal deine Kalorien nicht reinbekommst, ist das schon mal das Schlimmste, was passieren kann im Aufbau eigentlich. Und wenn du dein Protein dann nicht ansatzweise verteilst, ist das halt auch ein Punkt, der definitiv negativ zum Progress beitragen wird. Nicht jetzt, dass du dann gar keinen Progress machst, aber wahrscheinlich schon weniger. Soweit mal meine Meinung dazu. Also prinzipiell, so wie du gesagt hast, es macht wahrscheinlich jetzt nicht den Riesenunterschied, aber es macht doch einen Unterschied. Es ist immer eine Frage, wie viel willst du wirklich herausholen und abwägen, inwieweit ist es vielleicht besser in deine Tagesplanung integrierbar. Das Ding ist halt, Fasten im Allgemeinen ist ein valuabler Approach für manche Leute vielleicht, wenn es um das Integrieren in den Tagesablauf geht, aber es kostet eben nicht viel mehr Arbeit, wenn man in der Früh zum Beispiel jetzt noch einen Shake trinkt, ein Protein-Feeding integriert, um eben nochmal zusätzlich die Muskelprotein-Biosynthese an dieser Stelle zu stimulieren. Aber das Ding ist halt, was ich viel, viel langfristig gesehen viel, viel mehr detrimental finde, kann man das so sagen? Detrimentaler. Detrimentaler, ja. Mehr. Schlimmer. Ist, dass man, du, sagen wir, du bist jetzt im tiefsten Aufbau, ist 4000 Kalorien, bist du jemand wie ich, der das machen kann, weil er einfach über den nötigen Hunger verfügt, und dann gehst du in eine Diät oder vielleicht sogar ein Minicut, ist 2000 Kalorien und du hast praktisch dieses Fasten, diese mehr oder weniger eine kleine Essstörung irgendwo mit 4000 Kalorien, die du auf einmal irgendwie reinballern musst. Wo willst du hin, wenn du jetzt dann die Kalorien auf 2000 runterschraubst und dann denkst, okay, jetzt kann ich nur einmal am Tag essen, weil meine letzte Mahlzeit hatte ja 2000 Kalorien so. Ja? Also das Ganze muss immer langfristig betrachtet werden, deswegen für eine Aufbauphase, die möglichst produktiv sein soll, alleine wegen der Muskelprotein, Biosynthese und so weiter, halte ich Fasten für nicht so produktiv und im weiteren Sinne in der Diät, wenn du dann sagst, okay, willst du jetzt irgendwie fasten, weil es eben hungertechnisch für dich ja ein guter Ansatz ist, kannst du das natürlich machen, aber du musst dich immer in der Aufbauphase schon fragen, wo willst du dann hin, wenn du eben in einer Kalorienrestriktion bist, in einer größeren Kalorienrestriktion, und hast du dann vielleicht ein Problem damit, wenn du so wenig über den Tag verteilt essen kannst. Mhm. Ja. Ist vielleicht noch ein weiterer Punkt. Und irgendwas wollte ich eigentlich noch dazu sagen zum Thema Fasting. Ja. Ich finde das generell, ich habe es ja eine Zeit lang gemacht, und dieses Mindset, möglichst viele Kalorien auf einmal reinzuschaffen, vor allem in der Aufbauphase, wo der Calorie Threshold sowieso höher ist, ist schon schwierig. Ja, weil du einfach immer mehr willst, immer größere Mahlzeiten, du gewöhnst dich an dieses wirkliche Völlegefühl, und das hat dann schlussendlich bei mir dazu geführt, dass ich immer mehr wollte und jetzt stehe, wo ich stehe. Irgendwo, ja. Ein Beispiel, nicht fasten. Dürre. Perfekt. Ja, also so viel zum Thema Fasting. Also für den Aufbau finde ich es jetzt nicht unbedingt sinnvoll.
in vereinzelten Fällen vielleicht schon, aber für die Mehrzahl an Leuten wahrscheinlich nicht. Nein. Der Kaufheld gefragt, auch noch zum Thema Kalorien, grandiose Überleitung. Genau Tracking aufs Gramm genau, vielleicht. Aber auf jeden Fall. Ja. Also definitiv. Aufs Gramm. Ich würde sagen, alles über 2 Gramm plus minus ist zu viel. Zu viel Abweichung von den Vorgaben. Checkst du Gemüse? Also jetzt mal ganz im Ernst, ja. In der Diät natürlich alles tracken. Ja. Erstens, die Angaben selbst sind auch nie aufs Gramm genau. Punkt 1. Punkt 2, es ist scheißegal, ob du jetzt 160 Gramm Protein isst oder 165. Das heißt, du wirst dir jetzt nicht umbringen müssen, wenn du mal ein paar Gramm mehr hast. Weil wahrscheinlich stimmt sowieso nicht ganz genau. Das heißt, du versuchst einfach immer so genau wie möglich zu tracken. In der Diät würde ich schon sagen, dass du immer versuchen sollst, möglichst auf die Makros hinzukommen. Wenn du da auch mal 2 Gramm Protein mehr hast im Durchschnitt oder was auch immer, 2 Gramm Kohlenhydrate weniger, gut, kann man dann sagen, was man will, ist wahrscheinlich nicht ein Riesenproblem. Im Aufbau würde ich sowieso sagen, dass es nicht so tragisch ist, wenn du ein bisschen abweichst von den Makros. Ich würde nur sagen, lieber drüber als drunter, weil im Aufbau ist einfach das Ziel, du sollst immer genügend essen. Lieber Überschuss als ein Defizit, ist so mein Approach im Aufbau. Ob ich mein Gemüse track in der Diät? Natürlich, wie gesagt, im Aufbau, nein, eigentlich nicht. Okay. Aber das ist so meine Meinung. Wie gesagt, nicht verrückt machen wegen ein paar Gramm, ja. So, das ist lächerlich, also wirklich lächerlich. Ja. Auch wenn man jetzt versucht, zum Beispiel, man weiß nicht, selbst in der Diät ist es lächerlich. Wie gesagt, natürlich sollst du deine Makros hitten, aber wenn du dann 1 Gramm Protein mehr hast, es wird nicht die ganze Diät versauen. Zitat von Valentin und Manu, Hauptsache Überschuss. Hauptsache Überschuss. Hauptsache Überschuss. Passt gut, Alter. Geht gut rein. generell muss ich sagen, dass man sich nicht zu sehr in Kleinigkeiten verlaufen sollte. So wie überall eigentlich. Also schau einfach, dass es im Bigger Picture passt und dann ist gut. Zumindest für die meisten Leute. Wenn du jetzt natürlich Mr. Olympia werden willst, dann musst du natürlich die Boxes ticken. Oder Chris beats Chris herstellen. Perfekt. Also, es kommt natürlich auch immer auf die Menge an und was du jetzt nicht trackst. Wenn du jemand bist wie ich, der vielleicht am Tag ein bisschen mehr Gemüse isst, dann gehen da schon mal 250 bis 400 Kalorien unter. Ich glaube, er meint eher so, dass du einfach wirklich ganz genau, wenn du sagst, du hast 150 Gramm Protein, das war okay, dass du genau okay. Auf die 150 Gramm kommst und nicht eben 152, 153, 147 oder so. Ich schätze, so ist die Frage gemeint, oder? Okay, Alter, das macht auch Sinn. Ja, das macht auch Sinn. Ja. Macht, ja, ja, definitiv. Trotzdem noch kurz zu der Thematik. Ja. Also Gemüse würde ich definitiv tracken, wenn du es in größeren Mengen isst. Wenn ich allerdings jetzt am Tag noch 200 Gramm Salatgurke esse, die sowieso keine Kalorien hat, das steht sich drauf. Ja, also schau einfach, dass es im Bigger Picture stimmt und das Ganze natürlich auch umgemünzt auf das, was du jetzt angesprochen hast. Das heißt, nicht darauf fokussieren, dass du alles aufs Gramm genau hittest, oder schau, dass die Gesamtkalorien plus minus passen, eher plus, wenn es um eine Aufbauphase geht. Schau, dass das Protein plus minus passt und dann den Rest, der macht sowieso für die meisten Leute einen marginalen Unterschied, also was Carbs to Fat Ratio anbelangt. Wie gesagt, es geht nie um die Zahlen. So ist es. Genau wie im Plan, nicht um die 7 bis 11 Wiederholungen oder was auch immer. So ist es. Genauso wenig geht es um die 160 Gramm oder 165 Gramm Protein. So ist es. Ja. Ja. Es geht einfach darum, im Aufbau, dass man dich, wenn man jetzt aus einer Coach-Perspektive redet, dass man dich in ein Milieu steckt, wo du optimal Muskeln aufbauen kannst. Ja. Und das ist nun mal ein hyperkalorisches Milieu. Deswegen Hauptsache Überschuss. Hashtag Hauptsache Überschuss. Perfekt halt. Der Tim fragt, ab welchem Zeitpunkt Zughilfen und wieso? Das war eine Frage, die hat er unter meinem Post gestellt und ich habe gesagt, du solltest in deinen Fragenkastel reinschreiben. Oh. Also Grüße gehen raus an dich, Tim. Danke für die Timestamps. perfekt halt. Ja, ab welchem Zeitpunkt Zughilfen? Wann würdest du sagen, ich verwende jetzt Zughilfen? Wann würdest du sagen, ich verwende einen Hookgrip? Wann würdest du sagen, ich verwende einen Overhandgrip? Oder einen Kreuzgriff, oder? Ich persönlich verwende eigentlich meistens den Kreuzgriff beim Rudern und überall. Das ist mir am liebsten. Vor allem bei den Chest-Supported-Rudermaschinen. Genau. Also Galaxy. Alter! Nicht schlecht. Für Latverwirrung. Ja, sagen, ist gut. Es geht gut rein. Nein, ich würde zukünftig immer dann verwenden, wenn die Griffkraft limitierend ist. Ja.
Kurz gesagt schon, ja. Aber ihr kommt natürlich auch immer auf die Zielsetzung drauf an. Ja, wenn du jetzt KDK machst, dann aber ist es auf Bodybuilding bezogen. Auf Bodybuilding bezogen immer, ja. Definitiv. Ja. Definitiv. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn du generell Weaker Griffkraft hast, dass du Zugriffen überall verwenden solltest, sondern du gewinnst ja auch an mehr Griffkraft, wenn du nach und nach deine Griffkraft steigerst. Falls es jetzt Sinn ergibt. Das macht Sinn, ne? Zum Beispiel, wenn du deine Griffkraft steigerst, hast du wahrscheinlich mehr Griffkraft. Ja, Alter. Deswegen verwenden wir auch bei Klimmzügen zum Beispiel keine Zughilfen. Damit wir hier einen Output für die Griffkraft haben. Grüß dich raus an Dennis und Nick. Ja. Also, definitiv bei vor allem schwerer ausgeführten Übungen, wo die Griffkraft dann limitierend ist, wenn du jetzt eine Row ausführst, die theoretisch auch... Langhantelsache eben. Ja, voll. Wenn es beim Kabelrudern, keine Ahnung, auf höhere Reps brauchst du wahrscheinlich keine Zughilfen. Wobei, wie gesagt, wenn hier die Griffkraft limitierend sein soll, kannst du auch welche nehmen. Aber sonst, ja. Ja, definitiv. Definitiv. Die Petra hat gefragt, Training, Schlaf und Diät als Schichtarbeiter, wie kann man das optimieren? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist einfach ein Problem. Also das, ist, also das kann man eigentlich gar nicht optimieren, weil das ist einfach ein Problem. Das ist ein Problem, ja. Definitiv. So. Naja, aber jetzt ganz im Ernst. Ja. Man kann es halt nur bis zum gewissen Punkt halt optimieren alles. Ja. Weil es ist halt einfach negativer Einfluss aufs Training und alles andere. Ja. Ist halt so. Und wenn du sagst, du willst wirklich alles so optimal machen wie möglich, dann musst du einen anderen Job suchen. Weil, also ist halt so. Ja. Ja. Also ich finde, hier trifft ein, dass man alles immer nur so gut gestalten kann, wie es die äußeren Umstände zulassen. Und bei mir ist das jetzt speziell relevant, weil ich habe jetzt seit einer Woche einen Kunden, der ist Schichtarbeiter. Okay. Ich habe eigentlich drei Kunden. Du hast ja auch einen Polizisten, oder? Ich habe auch ein paar, ja. Ja, eben. Aber da bin ich jetzt eben wieder mit dieser Thematik konfrontiert worden, weil wir eben die Schichten durchgegangen sind und so weiter. Wann arbeitet er, wie ist die Performance, wann und wann. Und man muss einfach schauen, und das ergibt sich vor allem über den Coaching-Prozess, das wirst du vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, wann ist der Athlet oder wann ist der Trainee am leistungsfähigsten? Wann ergeben sich Zeitfenster einfach, wo das Training am besten integrierbar ist? Wann ist die Zeit, wo derjenige am besten schlafen kann? Wann ist der Schlaf also subjektiv für denjenigen am optimalsten? Unter Anführung gibt es optimalsten. Am besten. Und ja, also einfach die ganzen Faktoren evaluieren immer wieder, wann der optimale Zeitpunkt für bestimmte Dinge ist. Es gibt hier keine Pauschalantwort. Schichtarbeiter, es gibt ja tausend verschiedene Schichten. Ja. Wichtig ist einfach, dass du weißt und dass du dir darüber bewusst bist, dass dein Schlaf einen Hit bekommt, dass dein Hunger vielleicht einen Hit bekommt, dass deine Nahrungsmittel oder deine Meal Frequency einen Hit bekommt, dass dein Training einen Hit bekommt. Das musst du dir einfach bewusst sein und dann einfach alle Dinge herumstrukturieren. Ja. Wenn es zum Beispiel um Schlaf geht und du hast jetzt Nachtschicht gehabt und musst am Tag schlafen und hast aber daheim keine Rollladen oder du hast daheim nichts um das keine Zimmer. Keine Rollladen. Keine Rinderrolladen. Super. Perfekt. Dann kannst du die Kalorien nicht mehr reinbekommen, weil keine Rinderrolladen daheim sind. Nee. Also du willst schlafen und kannst den Raum nicht abdunkeln. Es ist draußen eine Straße, da ist verdammt laut. Du hast keine Oropax, du hast keine Schlafmaske und kannst einfach nicht gescheit schlafen. Schlaf negativ beeinflusst. Du musst einfach schauen, wie kannst du Schlaf, Ernährung, Training etc. so in deinen Tagesablauf integrieren und wie kannst du alles drumherum so gestalten, dass du alles zum jeweiligen Grad optimieren kannst. Es gibt ja keine Pauschalantwort. Wie gesagt, also sind wir vom Schichtplan abhängig und wie man als Individuum auf diverse Reize reagiert und wann man eben am leistungsfähigsten ist. Ja. Und letztendlich ist es auch kein Weltuntergang. Geht trotzdem ja. Trainieren. Voll. Und wenn du dich daran gewöhnt bist, merkst du keinen Unterschied. Du weißt ja nicht, wie es anders wäre. Also so ist es. Alles Gewohnheitssache, glaube ich, weil die ganzen, also die Schichtarbeiter, die bei mir sind, können auch trotzdem mega stark sein. Also ja. Ist von dem her. Ja, definitiv. Definitiv. Kann vielleicht nur ein Problem sein, wenn du vielleicht Nachtschicht hast oder so, vor der Nachtschicht trainieren gehst und nach der Nachtschicht nochmal trainieren gehen willst. Das hat irgendwie keinen Sinn oder so. Aber deswegen, es spielt so eine große Rolle, wie man einfach die Sachen plant.
ja, wann sie integrierbar ist, und das ist dann eben, ja, liefert eben den jeweiligen Output. So, die Melli hat gefragt, wenn ihr eurem 18-jährigen Ich eine Sache sagen könntet, was wäre es? Das ist jetzt deep. Das ist ziemlich deep. Fang du mal an. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich habe keine Ahnung. Du schon? Nein, nein, ich muss auch überlegen, damit was Sinnvolles rauskommt. Ja, es muss wirklich was Sinnvolles rauskommen. Jetzt. Dem 18-jährigen Ich. 18-jährige Mann. Wo bist du mit 18 Jahren gestanden? Matura, oder? Matura. Ja? Ja. Und was war das so? Das ist der Abgang im Leben des Mantoi. Also, wenn ich ihm jetzt was sagen könnte, dann wäre es, drück durch die letzten Monate Schule. Das ist zwar scheiße, aber danach wird es tausendmal geiler. Ja. Dieb. Okay. Alter. Das ist richtig. Ich muss sagen, Schulzeit rückblickend war schon deutlich, deutlich schlechter als jetzt, finde ich. Ja. Meine Schule war schon geil an sich so, aber einfach dadurch, dass du so einen Stundenplan hast, du musst halt dort sein, du musst lernen, dann für Prüfung XY musst du ready sein, bla bla. Schon ziemlich abfuck eigentlich, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste. Da hätte ich null Bock drauf. Null. Ja. Definitiv, weil so Bock hätte ich auf die Schulzeit jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Na, wenn ich ihm jetzt irgendwas mitgeben würde, dann wäre es tatsächlich unsere Physiklehrerin, schaut, geht raus, hat immer gesagt, du musst bei allen Dingen hinterfragen, warum. Ja. Und jeder hat sich darüber lustig gemacht, immer. Jeder, also ich auch, jeder hat immer so, ja, halt's Maul, weißt du, du Lehrerin. Und aber das muss ich sagen, wäre wirklich so ein Ding, wo ich gesagt hätte, Alter, merkt ihr das gleich für die Zukunft, du musst, egal was du machst, du musst das verstehen, weil das erleichtert eigentlich alles. Und nur dann verstehst du es halt wirklich, wenn du es wirklich hinterfragst. Egal jetzt welcher Bereich, frag immer, warum. Ja, ich glaube, das bezieht sich auch auf das eigene Leben irgendwo. Ja, warum willst du eigentlich machen, was du machen willst? Alles. Weil nur wenn dein Warum groß genug ist, dann ist schlussendlich der Input gegeben. Ja, ja, auch bei, du hast letztes Jahr eine Prep gemacht und hättest du kein Warum gehabt, warum du das Ganze machst, wer weiß, hättest du es durchgezogen. Ich meine, wahrscheinlich schon, weil du bist ein harter Brocken. Aber das Ding ist halt, dass man einfach ein Warum braucht. Ja. Und Leute, die jetzt kein Warum haben, haben eben deutlich weniger Drive im Allgemeinen. Ja. Mhm. Für das, was sie machen. Für das, was sie machen. Was bei dir? Alter, das ist so eine schwierige Frage. So ein schwer. Das ist schon richtig, richtig schwer. Also mit 18 Jahren war ich ein kleiner Party Pisser. Yeah. Ja, war ich schon so irgendwo. Ja, ich habe halt schon viel Scheiße gemacht. So. Ja, so im Allgemeinen. Aber es war eine produktive Zeit, ja, weil schlussendlich wäre ich ohne der Vergangenheit nicht da, wo ich jetzt bin. Es ist einfach so. Die Vergangenheit, it leads your way to the future. Ja? Ja. Ja, definitiv. Und was würde ich meinem 18-jährigen jüngeren Ich sagen? Ah, das ist so. Na, das ist schwierig. Das ist so. Was soll ich sagen? Wenn du etwas machen willst. Mach's. Na, wenn du etwas machen willst und du willst es wirklich machen, sprich dein Warum ist groß genug, dann investier alles Erdenkliche in diese eine Sache. Weil nur dann wird's richtig gut. Wenn du immer versuchst, 1000 Dinge zu machen, und in allen irgendwie der Beste werden willst oder alles irgendwie möglichst gut bewerkstelligen willst, dann wird nichts richtig gut. Und du wirst keines dieser Ziele zu 100% erreichen. Deswegen, schau, was dein Ziel ist, schau, was der Weg dorthin ist und geh diesen Weg und hör auf, ständig einerseits Abkürzungen nehmen zu wollen und andererseits dich im Urwald zu verlaufen. Punkt. Das war lieb, oder? Das war gut. Das war mega. Crazy. Das war gut. Okay, ich hoffe, das gibt genug. Vielleicht hätten wir uns das Ganze vorher durch.
denken sollen. Nee. Ja, ist alles gut. War alles aus dem Stegreif, alles spontan. Also wir überlegen uns gar nicht zu diesen Fragen. Ja? Also im Vorhinein, never. Der Marcel hat gefragt, was waren unsere größten Fehler im Verlauf der Bodybuilding-Zeit? Also jetzt noch, was würdest du deinen jüngeren 18-jährigen Bodybuilding weitergeben? Das hat es noch nicht so richtig gegeben, das 18-jährige Bodybuilding. Ja, doch, bei mir also schon, bei dir schon, oder? Hardcore Pumper, yeah. Was würde ich ihm sagen? Okay, Punkt 1. Wir sagen es immer wieder. Schau, dass du das Maximum aus jeder Wiederholung, aus jedem Satz, aus jedem Training rausholst. Oh, nee. Punkt 2. Ist genug. Für einen langen Zeitraum. Punkt 3. Schau, dass du so stark wie möglich wirst und verschwend nicht zu viel Zeit, dass du dann wieder denkst, ich brauche wieder einen Minicut und will wieder geil ausschauen oder was auch immer. Weil früher habe ich einfach zu oft dann wieder gecuttet. Zu wenig Zeit im Überschuss verbracht und zu viel einfach verschwendet, dann, ich habe zu viel Chunk-Volume einfach gemacht, rückblickend. Wo ich mir heute frage, wie hast du die Sessions überlebt? Das kann nur daran liegen, weil du einfach nicht wirklich das Maximum aus dem Übungen rausgeholt hast und du damals auch noch schwach warst. Das heißt, konzentriere dich mehr auf die Money Movements, werde darin stark, mache rundherum so ein bisschen Assistant Stuff, aber nimm das auch ernst. Das ist geil, oder? Ist geil. Die drei Dinge immer. Also, ich denke, jeder hat irgendwo ähnliche Fehler gemacht. Hm. Mein Fehler war, dass ich mich oft im Urwald verlaufen habe. Oh. Ja. Zum Glück bist du rausgekommen. Zum Glück bin ich rausgekommen. Nee, das Ding ist, und da sehe ich einfach immer wieder, und deswegen kommen auch so viele Leute zu uns als Coaches, dass man sich im Urwald verläuft. Dass man Dinge zerdenkt, ständig auf der Suche ist nach etwas Besserem, nach dem Optimum, nach der perfekten Trainingsfrequenz, nach dem perfekten Volumen, nach der perfekten Exercise Selection, der Übung, die Quads jetzt zum Wachsen bringt, wie keine andere, ja. Bis man irgendwann realisiert, dass es das alles nicht gibt. Dass man sich einfach ein Grundgerüst zusammenstecken muss und mit diesem Grundgerüst wachsen. Ja? Wo wir wieder beim Thema Bigger Picture wären. Ja, also so viel haben wir bezogen aufs Training. Gleich, so Learning mit Blick aufs Training. Ja? Also hör auf, die Scheiße ständig zu denken. Du brauchst nicht unmenschlich viel Volumen, das vielleicht auch noch als kleiner Zwischeneinwurf. Ja? Also die meisten Leute, zumindest jetzt an meinem Baseline-Level zu bilden. Und dass du nicht ständig things changed. Ja? Bau den Grundgerüst und fahr mit diesem Grundgerüst. Ja. Program Hopping ist einer der am häufigsten gesehenen Fehler in meinen Augen. Mhm. Ja. Oder Exercise Hopping oder Volume Hopping oder whatever. Mhm. Ja. Also dass man einfach viel zu viele Variablen auf regelmäßiger Basis austauscht, weil dann weißt du schlussendlich, ob du jetzt Progress gemacht hast oder nicht. Nein. Wenn man es klug angeht, kann man das machen, aber die meisten Leute, die das alles so häufig hinterfragen, haben intuitives Training, also sind jetzt nicht so gut mit intuitivem Training bedient. Mhm. Und ernährungstechnisch, also auch schon angesprochen, ständiges Under-Eating. Ja. Hashtag Skinny Dude. Aber da brauche ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen, haben wir schon in mehreren Podcasts angesprochen. Ich habe einfach niemals mich einem ständigen Kalorienüberschuss gewidmet. Ja. Mhm. Und dementsprechend war ich immer dünn. Neben meinen anderen Fehlern, die ich so gemacht habe. Stabil. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Yeah! okay. warte mal. Es steht da der Grande Paslak. Sagt man das so? Der Grande Paslak. Mhm. Ja. Der hat uns gefragt, wie oft essen wir Fleisch? Mhm. So als Short Fire Rapid Machine Gun Antwort. Sagt er, muss sagen, wieder öfter. Ja. Aber aus dem Grund, weil Fleisch einfach doch die Proteinquelle ist, die man am leichtesten reinkriegt, finde ich, abgesehen von Shakes. Also würdest du sagen, Fleisch geht gut rein? Geht gut rein. Perfekt. Das heißt, weil so Dinge wie Skyr und so, das kann ich halt echt nicht essen momentan. Also das könnte ich keinen Löffel runterbringen, wahrscheinlich davon. Dementsprechend fallen Milchprodukte schon mal zum Großteil weg. Also deshalb so Trinkjoghurt, Protein-Scheiße, Shakes, Fleisch und Sushi. Geil, okay. Also wie oft circa im Schnitt jetzt über die Woche? Schon jeden Tag? Jeden zweiten zumindest. Okay.
Okay, ja, also bei mir, ich habe die Erfahrung jetzt noch nicht gemacht, weil bei mir eigentlich alles gut reingeht im Moment noch. Dementsprechend gibt es bei mir mindestens jeden zweiten Tag Lachs. Jeden Tag Lachs ist inzwischen schon ein bisschen teuer, deswegen wechsle ich immer ab. Okay, Lachs und so beziehen wir auch mit ein alles. Ja, genau, genau. Also jetzt nicht in Fleisch einbeziehen, aber so als generelle Proteinquellen. Also bei mir gibt es jeden zweiten Tag Lachs, also Lachs, Forelle, Lachs, Thunfisch, Lachs, Forelle, Lachs, Thunfisch, Lachs, Forelle. Das ist so meine Rotation. Also im Hinblick auf die nicht fleischbezogenen Proteinquellen. Ja. Kann man so sagen? Ja. Und dann halt noch Kühe, Milchprodukte etc. Neben Whey natürlich. Apropos Whey. Alter, Naked Whey von TNT, ja. Ist eine mega coole Marke, wird verkauft im Power Fitness Shop und ihr könnt im Power Fitness Shop 10% sparen, und zwar indem ihr ins Checkout geht und eingebt PMT 10 und dann erhaltet ihr 1000% auf euch. Quasi gerade, ihr kriegt das Geld geschenkt. Bestellt es einmal und ihr werdet 10, ihr werdet Geld geschenkt bekommen. Perfekt, die Leute probieren das jetzt. Alles klar. Ja, also ihr könnt natürlich 10% sparen. Nicht 1000, 10. Ja, also 1-0. Und es ist schon geil. Also jetzt, du bist Sour Apple. Ja, aber der Sour Apple, das einzige Way, das gut reingeht. Ja, Sour Apple muss ich jetzt auch mal testen. Ich hatte es derzeit noch nie. Ja, weil ich wollte es eigentlich als Intra-Workout trinken, habe es mir fürs Intra bestellt und du trinkst es eigentlich weg. Das ist ziemlich stabil. Aber Peach Passion Fruit trinke ich jetzt als Intra. Das ist auch ziemlich geil. Das geht generell fruchtige Ways. Ja. Also. Und ansonsten Vanille müssen wir als nächstes bestellen. Melli hatte mal Vanille, es ist komplett irre. Also es ist komplett, es ist mindblowing. Das also, ist Easy Way, oder? Nein, das ist Naked. Ah, dann halt das Isolat. Nee, das ist Naked. Normal, ja? Ja, okay. Normal ist Naked. Okay. Way. Okay. Also, konstant. Ja. Ja. Okay. Mondäre. Aber jetzt zurück zu der Geschichte. Scheiß Werbung, Alter. Scheiß Werbung. In Hinblick auf Fleisch. Aktuell nur, wenn ich essen gehe, to be honest. Okay, ja, perfekt. Aktuell nur, wenn ich essen gehe, ja. Also sonst eigentlich überhaupt nicht. Brauche ich jetzt, also, ich, ja, der Hauptgrund ist, ich will mir nichts anbraten. Ja. Also das ist so really der Hauptgrund. Ja. Ich will nichts abwaschen, ich will nichts anbraten und deswegen mache ich mir eigentlich mein gesamtes Essen täglich in der Mikrowelle. Perfekt. Ja, es ist halt seriously so. Also, ja, das ist eigentlich der einzige Grund. Ich bin jetzt kein Verfechter von. Mir ist schon Umwelt und so wichtig, aber das wäre jetzt kein Grund, warum ich auf Fleisch verzichten würde. Mhm. Aber der Grund ist, weil ich eben, wie gesagt, mein Essen nur in der Mikrowelle mache. Der Max hat gefragt: Wann gibt's PMT-Merch und einen eigenen Energy-Drink? Spätestens März. Spätestens. Wirklich. Also, wir wissen halt nicht, ob die Nachfrage wirklich da ist. Ja. Also, es wäre schon geil, nur wir haben zwei Dinge. Einerseits bräuchten wir wirklich Startkapital für PMT-Merch, weil wir wollen nicht irgendein halbherziges T-Shirt-Orsch bringen. T-Shirt-Orsch. Ja. Perfekt. Und da einfach nur irgendwie das PMT-Logo draufdrücken, sondern wir wollen richtige. Also wir wollen einfach was, das ballert, ja. Ja. Da braucht man halt Kapital und Energy Drink ist jetzt im Moment nicht Debatte. Nee. Also nee. Also so seriously, nee. Aber PMT Merch in der Zukunft können wir da gerne drüber sprechen. Wir wollen es halt richtig gut machen und nicht irgendeinen Scheiß bringen. Ja. Mhm. Außer ihr sagt, oder wir wollen einfach nur ein Hoodie mit PMT Logo, so wie ich jetzt meinen anhab hier. Der, ja. Ist halt einfach nur ein Hoodie, ja, mit PMT Logo. Ist halt nicht wirklich fresh, in meinen Augen. Also gibt es Freshers. Ja. Espresso Ghetto, wie fanden es eure Eltern, als ihr mit Bodybuilding angefangen habt? Sprich, Meals, Habits, Training etc. Also ziemlich entspannt. Nur mal mit dem Stoff, die Sache. Ja. Dass sie mal gesagt, dass ich zum Stoff anfange oder sowas. Was mega lustig war. Eine Story. Ich habe mich angeschifft. Komplett irre. Ich so einmal im Bett, da war ich noch zu Hause gewohnt, aber ich so im Bett am Abend und esse mein. Ich glaube, das war in der Prep irgendwann. Also mein Essen, da kommt meine Mama rein, zeigt mir so eine Spritze. Sie so, Manuel. Und ich liege im Bett, ich habe geheult vor Lachen.
Sie haben mein Leben nicht erpackt. Die haben sich einfach so auslachen müssen, so eigentlich. Und sie steht so da, wie so auf Ernst machen, ich habe mein Leben nicht erpackt. Ich habe keine Ahnung, ob ich eine Spritze jagen oder wie, kein Plan. Und auf einmal sind wir dann draufgekommen, mein Papa auch so, was soll die Scheiße, so Urbrennhaarsbein und ich sehe erst die Jungs, was passiert. Und dann sind wir draufgekommen, dass das eine Spritze war, die mein Hund halt bekommen hat damals. Und ach die Scheiße. Das war mega. Aber so an sich mega entspannt eigentlich mit dem Ganzen. Mama hat dann auch ab und zu, weil ich so Stress gehabt habe, in der Prep, habe gesagt, kannst du mein Abendessen machen? Und sie, ja, mega. Echt, oder? Ja, ja. Wow, geil. Aber nach so ein mega supportive eigentlich immer. Es fällt mir erst ein, du hast ja die ganze Prep eigentlich noch daheim gemacht. Ja, ja. Das ist mega arg eigentlich, wenn man es halt zurückdenkt. Ja, es... Du bist jeden Tag wirklich so lang gefahren. Weil das ja, Gym, jeden Tag 3 Stunden Fahrzeit. Es ist crazy. Als du so im Nachhinein betrachtest, das ist ein Wahnsinn, oder? Komplett behindert. Komplett irre. Ja. Komplett irre, oder? Na, aber sonst sich eigentlich immer, wie gesagt, recht supportive. So Training halt früher, so wenn man das halt auf einmal so ernst nimmt alles, ist halt immer, dass sich halt jeder fragt, ja warum, ist halt behindert, aber sie haben das schon verstanden mit der Zeit. Wie war es bei dir? Ja, eigentlich relativ ähnlich. Mhm. Also auch wenn es daheim was gekocht wurde oder so, dann habe ich schon sagen können, für mich bitte ein bisschen mehr von dem und dem, weil ich brauche Proteins und so. Natürlich war auch immer das Bedenken, also ich glaube, da kann sich jeder irgendwie damit identifizieren, der daheim wohnt und irgendwie Subs nehmen will, dass die Eltern halt immer so kritisch dahinter sind und was ist da jetzt genau und so weiter. Aber inzwischen sind wir halt an dem Punkt angekommen, dass meine Mama... Ich spritze mal einfach mein Kreatin und nehme es nicht. Genau, genau. Also wo der Saft gebraut wird. Genau. Hast du oft Meals gegessen, die deine Mama gekocht hat? In der Anfangszeit schon. Okay, weil ich habe eigentlich von Anfang an, so ab der 5., 6., ja. So wie ich mit dem Trainieren begonnen habe, ich immer selber gekocht. Ja. So gleich. Und weiß nicht, wir machen selten zusammen gegessen unter der Woche. Ab der 5., 6. Ah, klasse. Okay. Also mit 16, 15, 16 ist er eigentlich immer selber gekocht. Ja. Weil es hat sich irgendwie nie ergeben, dass wir zusammen essen, so außer weil halt immer irgendwie jemand unterwegs war. Und am Wochenende dann eher. Ja. Unter der Woche eigentlich. Ja. Ja, das war bei mir so ab dem Matura-Jahr ungefähr. Da habe ich einfach selber kochen angefangen und dann habe ich eigentlich nur mehr selber gekocht. Mhm. War dann auch selbst einkaufen und all das, was ich einfach haben wollte. Und das war dann eigentlich schon Routine. Aber bis dorthin, da wo ich jetzt noch nicht so serious about all this stuff war, habe ich einfach schon so geschaut, dass ich ein bisschen mehr Protein esse und halt so ein bisschen so die Nahrungsmittelauswahl mehr dem Krafttraining zuzüglich gestalte im Hinblick auf. Also da habe ich einfach noch auf das gegessen, was daheim gekocht wurde und habe halt bestimmte Sachen noch dazu gegessen. So, ja. Aber da war ich not that serious about all this stuff und demnach war das damals auch noch möglich. Ja, da habe ich auch nicht getrackt und ich hatte noch keine Ahnung. Ich war grün hinter den Ohren und ja. Also, so wie ein Monster. Immer grün, oder? So wie ein Monster. So grün wie der Monster. Oder? Holy crap. Holy crap. Ja, also im Endeffekt auch das Ding ist, oft verstehen es die Eltern halt nicht, wie serious man ist über so ein Thema wie Training. Mhm. Das heißt, wenn es irgendeine Occasion gab, wo ich quasi nicht trainieren gehen konnte, dann haben sie ja halt gesagt, ach, lässt du halt mal ausfallen. Oder so. Ja. Also, was ausfallen? Was jetzt weiter? Nee. Was jetzt? Das ist nicht drin. Nee, es fällt halt Außenstehenden immer schwer und jeder, der so irgendwie in dieser Blase drin ist, wird das verstehen. Außenstehenden fällt es immer schwer, jetzt nicht nur die Eltern, aber dass man nachvollziehen kann, wie ernsthaft man an Fortschritt und den eigenen, den Training und diesen Festhalten an diesen Routinen, wie sehr man daran wirklich interessiert ist. Ja. Schon arg. Also komplett crazy, also irre, insane. Also, so, die Larissa hat gefragt, wenn man sehr salzig gegessen hat, und das war die Frage, die ich vorher angesprochen habe, viel mehr Wasser eingelagert hat, und würdest du dann am nächsten Tag weniger Salz zuführen? Naja, wenn wir jetzt zum Beispiel von dir sprechen, ich weiß nicht, wie viel Salz du gegessen hast am Sonntag, aber wahrscheinlich schon ein bisschen viel. Es war schon wahrscheinlich so hochgerechnet zwischen 30 und 40 Gramm. Ja gut. Ist halt schon so, dass man jetzt nicht unbedingt nächsten Tag nochmal 30 bis 40 Gramm braucht. Das stimmt allerdings. Wahrscheinlich. Das heißt, da kann man dann nochmal gut reduzieren, wieder auf einen normalen Bereich.
und da ist, denke ich, ein valider Punkt auf dem normalen Bereich. Weil du musst dir das so vorstellen, es gibt nicht zu viel Salz und es gibt nicht zu wenig Salz. Was vor allem Wasser einlagert, sind sehr große Schwankungen. Genau. Also wenn du jetzt jemand bist, der generell wenig Salz, so zwischen 5 und 10 Gramm, und dann auf einmal 40. 30 bis 40 Gramm Salz ist an einem Tag, dann wirst du selbstverständlich viel Wasser einlagern. Wenn du jetzt allerdings jemand bist, der sowieso ein bisschen mehr Salz, so 10 bis 20 Gramm, und du isst mal 25 oder 30 Gramm, dann wird dich das jetzt nicht vollkommen aus der Homöostase hauen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ah, jetzt habe ich am Tag 40 Gramm Salz gegessen, muss ich am nächsten Tag ein bisschen Salz einsparen, um die Salzwochenbilanz zu optimieren. Nee, also komm einfach wieder auf deine Baseline zurück und du wirst sehen, innerhalb von 2, 3, 4 Tagen wird sich das Ganze ausleveln. Ja. Ist so mein Ansatz. Ja. Also ich würde... übernächsten Tag. Also ich bin halt nicht so, dass ich jetzt so 5 Kilo mehr habe wie du. Dann immer so, bei mir ist halt ein bisschen mehr. Aber am nächsten Tag ist das im Normalfall immer wieder ganz normal. Ja. Also da würde ich mir gar keinen Stress machen, einfach weniger essen wieder. Es gibt halt Leute, die sind anfälliger für Water Retention. Ja. Leute, die sind nicht so anfälliger. Ja. Also bei mir war das nie so wirklich heftig. Ja, ja eben. Bei dir war es auch nicht heftig, als wir vorhin den Schaden zurückgekommen sind mit dem Schlaf. Achso, ja, auch mit doch. Oder Water Retention ist so. Das war real bei dir. Es war schon gut. Also in Amerika war schon das Bild vor der Wand beim Goldschirm. Ja. Das war schon ziemlich gut. Nee. Ja, ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also einfach wieder zur Baseline zurückkommen und dann soll das Ganze keine Probleme machen. Was macht ihr, und das ist eine Frage von Johannes, das habe ich vergessen schon, was macht ihr, wenn ihr mit Klienten gar nicht zusammenkommt? Ja, nicht zusammen. Ja. Oh. Magst du die Geschichte dazu? Nein. Okay. Ja, genau, also beenden. Ja. Definitiv. Macht keinen Sinn, eine Zusammenarbeit weiter fortzusetzen, wenn man irgendwie nicht zusammenkommt. Nee. Ja, definitiv. Deswegen, das ist wichtig, das muss halt funktionieren. Ja, voll, voll. Deswegen, also ich mach's nicht, also ich habe jetzt keine Zahlungen im Vorhinein oder so, aber würde ich jetzt, keine Ahnung, meine Klienten 8 Monate im Vorhinein zahlen lassen oder so, für 8 Monate, und nach einem Monat stellt sich heraus, dass die Zusammenarbeit einfach nicht passt, dann bekommt derjenige auch von mir das Geld zurück. Aber ich mache das sowieso nicht. Ja. Also. Ja. Hat einfach keinen Sinn. Ja. Hat einfach überhaupt keinen Sinn. Ja. Tim, habt ihr Abend-, Morgen- oder Pre-Workout-Routinen? Das ist eine relativ interessante Frage. Mhm. Wie schaut's aus bei dir? Ja, ja, hast du noch Routinen? Ja, momentan ist schwierig. Ja, eben, deswegen. Es ist crazy, ist schwierig, wie sich das verändert. Also ich werde aber ab Anna fährt heute wieder. Also erst ab morgen habe ich wieder Routine. Ja, also ich versuche schon, aber es ist wirklich sehr anders als früher. Sehr anders als in der Prep. Ist bei dir auch nicht mehr so, oder? Nee, es ist komplett irre. Ja. Also ich habe vorher alles gemacht. Ich habe meine täglichen Morgenspaziergänge gemacht. Ich habe meditiert. Ich habe... Das habe ich schon so lange gemacht. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, wie sich das ändert. Ich habe... gejournalt, ich habe all diese Sachen gemacht, ich habe so viele Routinen gehabt, vor allem im Hinblick auf Morgen- und Abendroutinen, und zurzeit ist es einfach all over the place. Ja. Also komplett. Ich habe keine Routine, ich habe, außer die Subs, die ich in der Früh nehme, ich habe keine Routine und ja. es ist komplett. Aber ich denke doch, es ist in Ordnung, weil die Zeit kommt, wo man es halt braucht. Aber jetzt, wenn es halt nicht sein muss im Endeffekt, dann... Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich es brauche im Moment. Eben, ich habe nicht das Gefühl, ich fühle mich überhaupt nicht stressed out. Ich enjoy so, wenn ich in den Tag starte, jede einzelne Sekunde. Ich fühle mich nicht komplett ausgelastet oder dass ich mehr, keine Ahnung, dass ich mir in der Früh einen Podcast reinziehen müsste oder dass ich noch mehr Zeit für mich brauche. Ich wache auf, ich bin total entspannt. Ich habe ein Grinsen im Gesicht, ich freue mich auf den Tag und alles ist einfach geil. Ja, es ist im Moment wirklich so und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich es brauche. Ich habe es während stressigen Phasen unheimlich gebraucht, also damals, also letztes Jahr als Bachelorarbeit, Abschlussprüfung, letztes Praktikum, damals schon die Betreuung von über 20 Leuten und alles, da, wo alles zusammengekommen ist, ich habe es einfach gebraucht, ja. Ich habe keine freie Minute gehabt untertags für meinen Geist und für mich selbst und deswegen habe ich das gebraucht. Jetzt sind die Tage einfach pure Joy, also es ist komplett irre.
Deswegen im Moment habe ich nicht das Gefühl. Es wird sicher wieder die Zeit kommen, wo Platz für diese Routinen ist. Aber ansonsten habe ich jetzt nichts Festes. Ich mache immer wieder Dinge, die mich runterbringen. Ich schaue ab und zu coole Videos. Ich höre ab und zu einfach mal einen spannenden Podcast oder so. Aber ich habe jetzt nichts, das ich auf regelmäßiger Basis oder tagtäglich unbedingt machen muss. Morgen oder abends. Morgens oder abends. Um mich irgendwie auf den Tag vorzubereiten oder runterzuholen. Inzwischen schlafe ich sogar gut, wenn ich am Tisch stehe, den letzten Check-in mache oder das letzte Feedback-Video und mich dann direkt ins Bett lege und schlafe. Das konnte ich vorher nicht. Vorher brauchte ich Downtime, 2 Stunden und runterkommen und alles. Mhm. Ich weiß nicht. Zurzeit ist meine Mentality im Hinblick auf das alles ein bisschen anders. Ja. Wie schaut es bei dir so? Ja, ähnlich. Im Hinblick auf Pre-Workout vielleicht noch? Da habt ihr schon eine Routine, du und Anni? Musst du. Ja. Und zwar die Synapsensause. Synapsensause auf dem Scoop. Halber Scoop Synapsensause und der Progress geht to the moon. Perfekt. Oder 3/4 Scoop. Drei Viertel, oder? Aber ganz ist immer heavy. Ja, die bekommt ihr auch 10% im Power Fitness Shop. By the way, mit dem Code PMT. Okay. Perfekt. Ja, genau, also Synapsensause ist richtig gut am Start. Und wenn euch diese Episode übrigens gefällt, dann würde es uns unheimlich freuen, wenn ihr einen Screenshot macht und diesen Screenshot in eure Story reinpostet. Und zwar genau jetzt. Genau. So viel dazu. Ja, also Synapsensause vorm Training ist jetzt bei mir aktuell nicht der Fall. Ich trinke meistens morgens einen Kaffee auf einem Training Day und dann vor dem Training noch einen Kaffee und that's it for me, for the Caffeine. Weil für alle, die es nicht wissen, ich bin derzeit auf 2 Milligramm pro Kilogramm pro Körpergewicht Caffeine. Dementsprechend 2000 Kaffee am Tag. Ja. 2000 Kaffee am Tag. 2000 Kaffee. Also 2000 am Tag. 2000 Kaffee. 2000 Kaffee am Tag einfach. Ja. Und dazu gibt es bei mir Citrullin, Kreatin und Arginin. Nee, kein Arginin. Citrullin, Kreatin und das war es eigentlich schon. Pre-Workout meistens. Ja. Direkt in den Mund hinein ist mega bitter, mega Arsch. Aber Citrullin? Ja. 12 Gramm. Boom. Ach, 12 Gramm. Ja, für einen guten Bloodflow. Ja, ja. Ja, Citrullin ist gut. Abgesehen von Citrullin sind die Pumps derzeit auch sehr gut, muss ich sagen. Ja. Gleich da, gleich gut. Ja, schiebt an, Alter. Citrullin ist crazy. Ja, also so viel zum Thema Routinen. Und jetzt haben wir eigentlich nur mal eine Frage, und zwar nochmal von der Larissa, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wie effektiv ist Post-Failure-Training? Sie hat, glaube ich, dazu geschrieben, in Klammer Dropsets. Also, sie hat dazu geschrieben in Klammer Dropsets, kann man jetzt aber auch auf Force Reps oder Eccentric Reps oder whatever übertragen. Wie oft würdest du Post-Failure gehen und wann würdest du es machen vielleicht? Post-Failure. Also nach Versagen. Also Post-Dropsets würde ich Post-Failure? Mehr oder weniger schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache Dropsets eigentlich nur, also jetzt für mich, beim Trizepsdrücken im Moment. Okay. Und wenn ich da keinen Rep mehr mit, sagen wir, 85 Kilo machen kann, ja, dann bin ich ja quasi Failure at 85 Kilo. Ja, ja, aber dann machst du wieder weiter mit dem Gewicht, was noch geht. Genau. Und es ist eigentlich... In einem Straight Set wäre es eigentlich Failure. Per Definition. Okay. Aber der Muskel kann ja noch arbeiten. Mhm. Also es ist eigentlich wiederum nicht Failure. Ja, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Post-Failure, dann würde ich ja so Force Reps denken und sowas. Ja, würde ich auch, hätte ich auch das gemeint. Das finde ich halt, ja, also ich finde es ehrlich gesagt nicht notwendig. Ich habe es noch nie angewandt, für mich selber und für Kunden auch nicht. Oder gestern, kurze Geschichte. Ja. Gestern sind wir gestanden, wo wir das Regal abgebaut haben, ja, im Dust Gym. Ja. Oh je. Nein. Und dann waren da zwei Typen, den hast du vielleicht schon mal gesehen, im Dust Gym. Einer mit relativ langen Haaren, der spricht nur Englisch. Okay. Und mit dem Freund, der hat auch nur Englisch gesprochen. Beide mit dem Bankdrückshirt, beide an der Bench, beide mit Suicide Grip, okay, beide mit 250 Kilo auf der Bank. 250? Also es waren okay, sicherlich... Fünf rote. Es waren fünf rote und noch irgendwas. Stabil. Es war schon Org. Und dann hat er halt so eine Rap gemacht und die zweite hat er dann langsam abgesenkt und dann wollte ihm der andere hochhelfen. Ja. Oh nein. Und dann hatte er die Safeties wirklich so viel unter der Brust gehabt.
Okay. Ja. Und dann hat er angeschoben, hat es nicht mehr hochbekommen, der andere hat ihm halt geholfen, ja, und dann ist ihm das Gewicht runtergerutscht bei der Concentration, wo ihm der andere raufhelfen wollte, also quasi bei einer Force-Trap, und ist ihm voll auf die Brust und es hat so einen Clasher gemacht, weil das Gewicht ist einerseits auf die Safeties rauf, aber hat ihm, hat halt einen Arsch gemacht und dann hat es ihm das Ganze voll reingedrückt. Also ich habe gedacht, der ist tot. War irgendwas dabei? Nein, er hat voll geschrien, nämlich. Wirklich? Er hat voll geschrien, ja. Und das ganze Team hat voll rübergeschaut, weil es ist ja keine Musik. Und wir haben uns alle gedacht, und es sind 10 Leute rübergestürmt oder so, und wir haben das Licht hochgehoben. Es war so komplett irre. Also wir haben gedacht, der ist tot, aber hat er gesagt, ah, okay, yeah. Ja, Martina hat gesagt, better place the safety's right. So, und dann hat er gesagt, ah, they're right, you see. Ja, teilweise gibt es schon echt crazy Leute. Also Post-Training, wenn du es machen willst, dann pass bitte auf und natürlich im Hinblick auch auf die Exercise Selection irgendwo. Also, wenn du mit Post-Training meinst, dass du vielleicht bei einer Leg Curl noch eine Rap machst oder, so. Ja, oder noch eine Rap machst mit Partner oder noch ein paar Half-Raps oder so. Ja, gut. Ich würde das vielleicht nicht unbedingt für die Progression im Allgemeinen zählen. Also wenn ich jetzt sage, ich mache 15 normale Raps und dann noch 2 Half-Raps oder so, einfach für den Pump, das zähle ich jetzt nicht mehr rein für die Weight Progression, für die langfristige Nachverfolgen der Progression. Aber ich kann man jetzt schon mal einbauen, wenn man sagt, man will jetzt noch mehr Fatigue erzeugen lokal. Das Problem ist, dass dann meist wahrscheinlich so Dinge wie beim Marktdrücken oder so denken. Ja. Und das macht halt null Sinn. Das macht null Sinn, definitiv. Also würde ich eher vorsichtig damit sein, mit Post-Failure-Training. Failure ist schon mal gut, wenn es passt. Das reicht wahrscheinlich. Ja. Also, wenn du Failure erreichst, in den meisten Übungen, dann bist du schon mal gut bedient. Ja. Sagen wir so. Und wenn du richtiges Failure erreichst. Ja. Mhm. Richtiges. Und so ein Dropset macht schon Sinn, aber ob das jetzt Post-Failure ist, kann man jetzt überstreiten. Und Dropsets machen jetzt auch nur in bestimmten Übungen Sinn. Ja. Ja. Also will ich jetzt auch nicht bei jeder Übung irgendwie programmen. Dropset, Kniebeuge, perfekt. Ja. Stabil. Immer eine Blade weniger. Perfekt. Mega. Muss man mal probieren, oder? Jo. Das ist schon hart, oder? Das kann man schon mal probieren, ey. Kann man schon lustig. Du machst Kniebeugen, ich und Andi, zum Rest Dings die Scheiben rauf und runter. Nächste Woche gibt es übrigens einen Podcast mit Andi wieder zum Thema, zum Strength Coach oder zu seiner Diät jetzt im Strength Coach und to all this kind of stuff und wie es ihm so geht, ja. Ihr feiert den Andi auch. Die Zuhörer feiern den Andi auch. Wir wollen jetzt nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Das war's mit der heutigen Episode. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr, wie gesagt, ein Screenshot-Board macht und das Ganze in die Instagram-Story ballert. Und ansonsten dehnt sich der Manu gerade. Für mich heißt es jetzt ballern, für ihn heißt es ballern, wir alle ballern, yeah. Moin Dere. Ja. Und natürlich würde uns auch freuen, wenn ihr auf iTunes bzw. Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Das würde uns unheimlich, unheimlich helfen. Und einen netten Kommentar schreibt, wie zum Beispiel, ihr habt frische Köpfe. Und ja, ansonsten. Ja. Ja. Auf YouTube vielleicht schreiben, was ihr euch so wünscht. Das wäre noch cool. Also wer die Episode jetzt auf YouTube hört, kann uns auf Instagram. Lasst uns einfach wissen, was wollt ihr hören in diesem Podcast? Welche Gäste, welche Themen, welche... Genau. Was wollt ihr sehen? Perfekt. An dieser Stelle danke fürs Zuhören und moin, Dere. Moin, Dere. Da haben wir es wieder.